Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Foundation. Ja, es ist wieder mal ein Zettel her für eine Aufnahme, aber man sieht ja schon, es geht einiges voran. Unsere Kirche wird auch hoffentlich bald fertiggestellt sein. Wir lassen einfach die Zeit. Oh. Ein Essensmangel. Die Tür ist wahrscheinlich irgendwo dran am Handel. Brot. Zukaufen in Massen. Wir brauchen mindestens immer ein Budget von 80 Broten. Schwerter verkaufen wir schon. Wir müssen eindeutig mehr Weizenfelder anbauen. Dann setzen wir doch eiskalt jetzt hier noch eine Weizenfarm schnell hin. Bauen. Komm, wo ist es denn? Brötbatterie. Aber ich denke, dass wir uns langsam auch mit diesem Let's Play hier dem Ende nähern. Denn ich glaube, wir haben relativ viel geschafft. Aber ich will noch schauen, wie weit wir kommen. Also ein bisschen will ich noch schauen, was passiert. Aber ich plane mittlerweile schon das nächste Let's Play. Vielleicht auch kein Let's Play mehr alleine. Vielleicht ein Let's Play Together mal wieder. Was bestimmt mega cool wäre. Aber dafür müssen wir auch noch schauen, wie das genau oder wie ich das genau machen will. Alter, die Stadt ist groß geworden. Was habe ich denn eigentlich gemacht? Und warum ist hier ein freies Weizenfeld zum Beispiel? Ist das frei? Nee, das ist sein Feld. Das ist dein Feld. Ja. Aha. Dann bauen wir doch noch ein Weizenfeld. Man kann ja nie genug Weizen haben. Und die Schafe freuen sich doch, wenn sie ein bisschen wo mitknabbern dürfen, ne? Doch ich glaube, mit dem Nachkaufen jetzt von den Broten, wird das ganz gut sein. Weil Kleidung haben wir in Tonnen. Das stellt auch noch echt gut aus von der Lagerungskapazität her. Aber halt, mir macht Brot Sorge. Und dafür müssen wir jetzt schauen, wie die Vorräte aktuell stehen. Weizen 40, ein Mehl. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich immer noch eine einzige Windmühle habe. War eine Windmühle. Hatte die doch gerade hier Windmühle. Die kommt jetzt eiskalt. Wo setzen wir dich denn hin? Ja, ich setze mir doch hier auch hin, damit wir das hier ein bisschen bevölkern. Dann können wir vielleicht bald hier das Dorf ausbauen anfangen. Wäre bestimmt eine geile Idee. Ah, wie das jetzt aktuell boomt. Holla die Waldfee. Wie schaut es bei dir aus? 100 Fisch gelagert und 87 Bären. Also dürfte das ja eigentlich gar nicht mehr am Platz fehlen, oder? 52 Fische sind allein hier gelagert. 95 hier. Da kann gar nichts mehr schief gehen aktuell. Jetzt muss bloß halt das Brot wieder steigen, weil es das Grundnahrungsmittel ist, wie es scheint. Jetzt fehlt an Luxus. Essen ist fast weg. Kirche, die ist bald fertig. Kleidung verstehe ich nicht, wieso. Wie lange braucht die blöde Kirche eigentlich noch? Oh, da fehlt Werkzeug. Aber das sollten wir eigentlich haben, oder? Werkzeug sollten wir doch eigentlich haben. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass wir kein Werkzeug hätten. Das wäre mal komplett weird. Fliegt das Geld wieder weg und jetzt bleibt da. Hm. Wie geht's eigentlich unserem Heer? Verwundet. Ah, uncool. Wir haben noch immer einige Verwundete dabei. Zwei Verwundete und ein paar teils Ausgebildete. Können wir euch eigentlich mittlerweile. Haben wir noch Speere? Nee, haben wir nicht mehr. Aber wir tonnenweise Schwerter. Also echt ein paar viele Schwerter teilweise. Wie schaut das hier aus? Ah, die müssen noch fertig bauen und bei dir müssen noch die Werkzeuge geliefert werden. Okay. Aber was ich euch erzählen kann, ich habe einen
eine kleine Schwalbe bei mir aktuell daheim. Die ist mir auf der Straße begegnet mit einem Teil des Flügels, der gefehlt hat. Und jetzt ist die bei mir im Raum daneben, hat halt ihre Ruhe. Die muss ich jetzt dann nachher nach den Aufnahmen gleich wieder füttern. Die kriegt dann wieder ein bisschen Wasser und ein bisschen Maden und alles drum und dran. Fliegen vor allem. Und man merkt den Tieren, also was ich nie so gedacht hätte, vor allem bei Vögeln auch, dass du ihnen anmerkst, wie happy sie sind, wenn du sie ihnen hilfst. Also das müsst ihr euch mal beobachten, wenn ihr vielleicht mal ein Tier habt, dem ihr helfen könnt. Schaut mal, wie es drauf reagiert, wenn ihr ihm helft. Also die Schwalbe ist echt der Hammer. Das merkst du ihr so an. Die ist ohne Verarschung und so. Die ist jetzt gerade eiskalt. Die sitzt freiwillig auf meiner Hand, bleibt da gerne sitzen. Hat keine Scheu oder sowas. Fliegt auch nicht weg, wenn du kommst. Versucht halt wegzufliegen. Das hat sie draußen noch in der Panik gemacht, weißt du schon, als ich sie versucht habe, von der Straße erstmal zu holen am Anfang und dann halt mögliche Sachen, um sie reinzuholen. Hat sie vor Panik gewedelt, als man gekommen ist. Aber jetzt halt, wo sie bei uns ist, weißt du schon, und ich dann halt auch mit der Pinzette zum Beispiel komme oder sowas und dir Futter gebe, die ist so zahm und die ist erst seit einem halben Tag da. Und die ist seit gestern Abend da. Und die ist sowas von lieb. Und sowas von nett vor allem auch. Also, das hätte ich mir nie glauben lassen, dass so nett eine Schwalbe sein kann. Oder dass sie halt einem so das zeigt, dass ihr das gut tut, was man ihr gerade, dass man ihr gerade hilft. Das hätte ich mir im Leben nie denken können. Aber ich erlebe es gerade echt beim eigenen Leibe, wie die guckt einen allein an, hinterher und dann, wenn du den Finger reinhältst, zupft die schon drauf. Und die weiß halt irgendwie ganz genau, dass man ihr nichts Böses antun will, sondern dass man ihr helfen will. Und das ist ein Gefühl, das kann ich euch sagen, das kann man nicht bezahlen. Und ich bin ehrlich gesagt richtig happy, dass ich der Schwalbe helfen kann. Und die muss jetzt halt leider bei uns so lange bleiben, bis der Flügel nachwächst, weil sonst kann sie halt nicht fliegen. Jetzt haben wir uns gestern hier noch eingelesen über die Schwalben. Es ist wohl tatsächlich echt so, dass eine spezielle Schwalbenart, wenn die Angst haben oder wenn sie halt verfolgt werden und irgendwie gepackt, können sie wie die Echse ihren Schwanz einen Teil von ihrem Flügel abfallen lassen. Hätte ich mir nie im Leben gedacht, aber scheint so zu sein. Und weil ich habe am Anfang gedacht, da ist schon ein Flügel gebrochen, morgen zum Tierarzt. Aber Flügel kommt in Ordnung. Ich hätte es nie gedacht. Alter, so ein liebes kleines Tier. Die Schwalbe ist ungefähr so groß. So groß. Sitzt jetzt auf einem Ast, den wir da in so einem. Wir haben jetzt so einen kleinen Käfig gebaut. Da kommt jetzt dann die Tage ein größerer. Und die sitzt jetzt da drin, ganz happy, sitzt da und wartet immer drauf, bis man kommt. Dann guckt sie einen an. Und dann kommt man mit was zum Essen her. Dann macht ab. Und dann ist das Zeug Essen schon weg. Oder sie trinkt halt das, was man ihr gibt. Das ist. Dass Tiere einem das so zeigen, ich kann das nur vom Pferd, weil ich bin ja ausgebildeter Pferdewirt, dass die einem schon zeigen können, wie gut es ihnen geht. Aber das sind halt domestizierte Pferde. Aber dass eine wild lebende Schwalbe einem so einfach zeigen kann, oder so schnell und gut einem zeigen kann, hey, es tut mir gut, dass du mir hilfst und ich habe auch keine Angst mehr vor dir, hätte ich mir in meinem Leben nie wirklich gedacht. Dass das so extrem gezeigt werden kann von einem Tier. Hey, es ist echt Respekt vor. Guck mal, die Weizenfälle machen denen gar nichts. Das ist cool. Und ich könnte rein theoretisch einen Arm am Himmel machen. Das ist cool. Aber ich bitte euch um eins, wenn ihr Tiere seht, denen ihr helfen könnt und die verletzt sind, Vögel werden natürlich nochmal angegriffen und schaffen es dann zu fliegen, helft ihnen. Es ist nicht viel Aufwand, mich kostet jetzt das Tier vielleicht 10 Euro in der Woche maximal mit Wasser, Strom, den Insekten, die ich besorgen muss. Wenn ich es richtig mache, muss ich auch gar nichts mehr am Ende zahlen. Und ihr habt so ein gutes Gefühl, die Tiere zeigen euch, dass ihr ihnen helft. Und besser kann man eigentlich der Natur auch nicht helfen. Und also selber. Weil man muss ja, klar, man kann nicht ein Elektroauto kaufen und so. Aber selbst ein Elektroauto wird so produziert, dass du der Umwelt nur schadest. Aber einem Tier zu helfen, das in Not geraten ist, das kann man jetzt schon und das tut auch keine negativen Schadstoffe ausschalten.
geben. Also, wenn ihr ein verletztes Tier seht und ihr wisst, ihr könnt ihm helfen, helft ihm und lasst es nicht einfach rechts liegen. Ihr seid auch froh, wenn der Arzt kommt und wenn er nicht sagt, ist mir jetzt eigentlich scheißegal. Okay, aber weiter jetzt erstmal am Spiel. Jetzt haben wir fünf Felder Weizen und zwei Windräder. Da muss doch jetzt einiges rauskommen, oder? Und die Musik wird wieder aufdringen. Was soll denn das? Also was fehlt jetzt alles? Ich weiß gar nicht mehr, warum jetzt auf einmal wieder dieses spezielle Gutzeugs fehlt. Was seid ihr, Arbeitslose? Mich würde eher interessieren, wollen wir den gehobeneren Status mal. Irgendein Level... hohen Level hier. Irgendwas Level 6er mäßig. Dann habe ich sicher geupdatet. Da war es, Level 6. Luxus ist für... Du bist ein Luxus. Er hat gar keinen Luxus. Aber er ist zum Beispiel Bären- und Fischmensch. Oder ihm muss ich nicht auf den Glauben, hat er. Und er ist eh Bärensammler. Der ist doch eh bei der Sammlung mit hier. Die muss man gar nicht setzen. Aber das mit dem Brot macht mir Sorgen. Wie viele Bäckereien habe ich denn aktuell? Eine hier. Kann man das irgendwo sehen, wie viele Bäckereien man hat? Habe ich keine zweite Bäckerei? Bin ich komplett bekloppt? Die setzen wir am besten. Ne, da habe ich doch eine zweite Bäckerei. Arbeitet die auch? Ne, da fehlt Mehl aktuell. Wie geht's? Ne, da ist die Bäckerei. Die hat 10 Mehl. Die hat 10 Mehl auf Lager, aber kein Wasser. Was ist denn da schief? Jetzt hat sie Wasser auf Lager. Das Problem ist halt, dass man auf Weizen warten muss. Bedeutet, das macht schon mal einen beschissenen Unterschied. Das kostet uns natürlich dementsprechend auch. Aber obwohl wir uns mit dem Geld echt gut halten. Ich würde nur gerne wissen, was für einen Luxus die brauchen. Wir haben doch hier hinten. Oder sind uns die Tiere ausgegangen? Noch kein Wildschwein. Warum haben wir denn kein Wildschwein aktuell? Ich habe doch hier hinten den Wildgebiet fertig gemacht, oder? Bleib stehen. Was hast du dabei? Nee, du bist Koch. Ach doch, ich hole gerade ein paar Ressourcen. Dann folgen wir dem mal. Vielleicht tun wir einfach noch einen zweiten Jäger in das Gebiet mit rein müssen jetzt hin. Ich warte einfach vor der Kochstelle. Irgendwann muss der hier vorbeikommen. Irgendwann läuft hier einer mit einer Kiste vorbei. Ich bin mir relativ sicher, da kommt einer mit der Kiste. Das ist der Koch. Weil er hat ja schon 29 Käse da. Ich hatte immer noch Käse da, aber kein Wildschwein. Sammelt mein Wildschwein Hayopaida so wenig, oder was? Nein, okay. Doch. Jagdgebiet. Dann bauen wir noch eine Jagdhütte oder vielleicht sogar zwei. Das kann natürlich sein, dass das denen fehlt. Und noch eine Jagdhütte hier. Jagdhütte, keine Fischhütte hier. So. Jetzt werden die Ernten eingefahren. Richtig schön, lecker, lecker, lecker hier. Unser XXL-Kirche ist auch durch. Das ist doch super. Und Wald haben wir auch genug, was wir roden können. Das ist sehr praktisch. Aber es hält sich echt alles extrem gut. Das Dorf schaut echt gut aus. Bin erstaunt über meine selbst, dass das so gut funktioniert hat. Ich hätte echt gedacht, dass es mehr verscheiße wieder. Aber ich glaube, wenn man eine richtig gute Struktur hat, dann funktioniert es auch besser. Ich glaube, man wirklich anfängt, dass man innen direkt sagt, okay, das wird Dorf und außenrum anfängt, die Sachen gescheit zu bauen. Und vor allem muss man herausfinden, was ist denn jetzt negativ und was nicht. Das checke ich bis heute noch nicht so wirklich. Wie schaut denn das aktuell mit unserem Weizenlager aus? Weizen ist 75 auf dem Lager aktuell.
bin mir relativ sicher, dass da sicher noch mehr kommt. Bis mir das was ganz da. Darum wird sich doch der jetzt hoffentlich kümmern, oder? Jetzt 7 auf Lager. Die sollen hageln. Für was bezahle ich die? Der hackelt nicht mal mehr. Die hackelt. Jetzt hackelt die auch, okay. Wenn die nicht hackeln, dann können wir auch nicht. Wir müssen über die 60 kommen. Sobald wir stabil über der 60 sind, weiß ich, dass wir. Ne, wie viel habe ich eigentlich gekauft? 80? 60? Auf jeden Fall weiß ich dann, dass wir stabiler sind. Wenn wir da und runter sinken, sieht man, dass wir negativ sind. Aber ich weiß nicht, ich verstehe nicht, warum fehlt Kleidung. Wieso? Gibt es teurere Kleidung, die ich machen kann? Oder bin ich jetzt komplett plemplem im Schädel? Neue Militärmission verfügbar. Dann lass uns doch mal gucken, was unser Herr gerade so... Die sind immer noch verwundet. Der eine ist noch verwundet, aber wir können ja... Verfügbare Militärmissionen. Schwer. Nehmen wir dich mal an. Ich werde meine Truppen sofort entsenden. Da können wir das bitte später machen. Ich bin jetzt gerade hier. Ein Level 5 Soldat, Level 6 Soldat, Level 6 Soldat, Level 6 Soldat. Ich tue noch ein paar extra mitnehmen und vor allem nochmal zwei Level 1er. Die senden wir erfolgreich extrem. Dann tun wir noch eine schwere nehmen. Entsenden. Freie Dorfbewohner, den Level 5er entsenden wir. Den 4er, den 3er. Den 1er und den 1er. Und vielleicht noch ein 1er, falls wir wirklich jemanden umbringen müssen. Und den senden wir auch. Und die einfache Mission nehmen wir auch noch an. Akzeptiert. Das werden meine Soldaten schon schaffen, denke ich. Und senden. Wir haben wieder 3 Militärmissionen angenommen. Also unser Heer ist echt gut. So, ich muss gleich wahrscheinlich noch welche zu... Dingen auf Leibeigenen alle befördern. Perfekt. Aber Leute, ich würde sagen, das war's für diese Folge. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, lasst unbedingt einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und ich würde sagen, wir sehen uns bei der nächsten Folge wieder. Also, bis dann. Ciao.